Also, Raj, ich möchte dir nur sagen, dass ich niemals dein Vertrauen missbrauchen würde. Im Gegensatz zu Leonard respektiere ich dich. Wirklich? Mhm. Du schaust auch aus Respekt, dass du Raj nicht gesagt hast, dass dir sein iPhone in ein Pickelbecken gefallen ist. Alter, ich leg mir das Ding an mein Gesicht. Die amüsantere Verletzung von Rajs Vertrauen ist, dass Howard ihn davon überzeugt hat, dass Ausländer den Amerikanern zu Thanksgiving etwas schenken. Hey, du hast den Snoopy-Eisquasher trotzdem von ihm angenommen. Das ist nur eine Lüge. Die Geschenke für dieses Jahr sind schon eingepackt. Also, wenn ihr schon davon redet, wie man ab und zu seine Freunde hintergeht, was war mit dem Monat, als Sheldon zerriebene Insekten unter Lennarts Essen gemischt hat? Verzeihung, bitte. Das war nämlich kein Hintergehen, sondern ein Experiment, um zu ermitteln, ab welcher Konzentration das Essen anfängt, nach Motten zu schmecken. Du hast Motten in mein Essen gemischt? Für die Wissenschaft. Unglaublich, dass du meine Schwester mit deinem Mottenmund küsst. Was? Und ich glaub's nicht, dass du Sheldons Zahnbürste benutzt hast. Du hast meine Zahnbürste benutzt? Nicht den Borstenteil, nur das Gummiding zum Entfernen von Essensresten von meinen Zähnen. Okay, ich denke, ich kann getrost sagen, dass wir alle einiges getan haben, worauf wir nicht besonders stolz sind. Aber ich bitte euch, wir sind Freunde. Freunde sehen über kleinere Verfehlungen des anderen hinweg. Also, Howard, es tut mir leid, dass ich dich hintergangen habe. Danke. Und mir tut das mit deinem Handy leid. Und das mit Thanksgiving. Und da wir schon dabei sind, du brauchst unsere Wäsche am 4. Juli nicht zu waschen. Wenn wir uns jetzt alle entschuldigen, Sheldon, tut mir leid, dass mit deiner Zahnbürste. Und mir tut es auch leid. Aber dies Benehmen ist für mich indiskutabel und nicht tolerierbar. Wir sind keine Freunde mehr. Ich hab dir für Thanksgiving Thomas die kleine Lokomotive gekauft. Die mit richtigem Rauch? Ja. Na gut.